So. Modi ist heute nicht mit dabei oder bist du doch mit dabei? Doch. Du bist Waluigi. Ah, du bist doch. Ja, ich habe aus Versehen beim neuen Download die Skins, die ich mir runtergeladen hatte, gelöscht, beziehungsweise Aha. Also du bist Waluigi und du bist mit dabei. Das ist ja auch mal was Besonderes. ja, das auch. Ja, aber den anderen hatte ich halt selbst erstellt auf einem anderen Rechner und es hat die Daten nicht Das muss übertragen. man mal Ich hatte positiv noch eine andere anmerken. Version und die habe ich gelöscht. So. Wir schießen uns gegenseitig mit. Ja. Ich bin runtergefallen. Wir schießen uns hier gegenseitig mit Böllern ab. Yay. Moment, ich guck mal, ob ich den Schneemann runtergeschossen krieg. So. Ist der locker? So, Last Man Standing. Wer als erstes runterfällt. Ne, ist Ich glaube schieß ich ein dich runter. stabiles Objekt hier. Verdammt. Nein! Leute. Modi, komm mal Läuft der her. Hunger eigentlich schon? Modi, komm mal her. Ja, tut sie. Ah, okay. Wir versuchen uns jetzt runterzuballern. Na, Prof. Ah, nicht das Katapult. Ich schieß dich weg. Feuerwerk. Das sind eigentlich Feuerwerkskanonen. Eigentlich in die Luft. Eigentlich feuert man die in die Luft. Hey, hey, hey. Frohes Neues. Könnte sogar passen. Ja, die Feuerwerkskanonen hätten sie echt erst zu Silvester Nein. reinbringen sollen. Und ich möchte mal sagen, ich Schieß verstehe es jetzt die runter. Relevanz eines Mauspads endlich. So, ist es weg. Da ist es Ne. wieder. Oh, Modi feuert. Ah, nein, ich bin drunten. Ich bin drunten. Auf Das war das Ziel. geht's! Ah, ah, ah. Dich Verdammt. krieg ich noch mal runter. Ah, verdammt. Nee. Hier kriegst du mich nicht runter. Aha. Liebe Kinder mit Feuerwerkskörpern spielt man nicht. Natürlich tut man das. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Das könnte Zehn und tödlich Finger kann enden. doch jeder. Man könnte über Klippen drüber fallen. Ich sag immer, wenn du noch alle Finger hast, dann bist du kein echter Mensch. Aha. Bist du nicht männlich? Und wie viele Finger hast du? Ich hab mir immerhin in die Hand geschnitten, okay? Aha. Ich habe hier einen Knopf. Was bewirkt dieser Knopf? Wahrscheinlich kannst du damit das Geschenk hier greifen. Gibt es eigentlich noch diesen Geschenketunnel von letztem Jahr, wo man das Zeug reinfüllen Können wir mal gucken. musste? Ah, Zwar da, hier. aber es Die steckt ein großer Klaue. Schneepfropf drin. Ah, okay. Also nicht. Okay. Ich gehe gerade Snowboard fahren. Und ich versuche gerade das Geschenk anzuheben. Und ich schieße ein bisschen in Und die ich bin Luft. abgestürzt. Hui. Ah, na komm. Da müssen wir dann, glaube ich, den Zug hinfahren, oder? Dafür ist Ja. die Klaue da. Ich kann den Zug ja schon mal fahren. Ah, nein, nicht ohne mich. Ich will auch Doch, natürlich, mitfahren. du holst das Geschenk, ich hol den Zug. Ich will auch mitfahren. Ich komme dann aufs Geschenk drauf. Und ein bisschen runter noch. Sieht, glaube ich, gerade nicht so gut aus. Wofür ist der Knopf? Ach, der ist das. Ach, das. Ah, der ist zum Schließen. Nein, der. Was macht der Knopf? Das hier ist zum Schließen. Was macht der Knopf? Ups. Ich glaube, der respawnt das Geschenk. Mhm. Ich probier's mal. Momentan macht der Knopf noch gar nichts. Nun, das Gut. Geschenk liegt doch da, wo es halt spawnt. Ich steck schon mal in den Lok rein. Ich versuch's zumindest. Mach das. Kann sein, dass der Greifer irgendwie einfach kaputt ist. Alles ist Das kann hängt so sein. Ja, schief, Yoda. den habe ich da gerade so schief hingehängt. Ich glaube, Herr Hilfe. Ich fahre gerade die Bahn weg. Gute Arbeit. Ja. Ja, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stopp. Jo.
Gott, welcher Waffe hoch und runter? Der, an dem ich aus Versehen gerade mich rangehängt habe. Okay, yay. Feuerwerk. 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 Reicht das? Ich probiere mal okay, oder du. Ja. Der hängt an sehr vielen Ecken. Ja, das Geschenk hängt. Hier kann man nur runter, hier kann man nur runterrutschen. Hier kann man nicht hoch. Freiheit für das Geschenk. Jo, da rutscht es rein. Juhu. Warum laufe ich knapp daneben? Knapp daneben. Kannst du es respawnen? Dafür ist doch der Knopf da, oder? Ja, aber dann müssen wir von vorne anfangen. Ja, gut. Ich guck mich mal auf der. Und der Knopf hat sich jetzt erwiesen, dass er nichts macht. Es ist ein sinnloser Knopf. Ich bombardiere ihn jetzt. Gut, das schaltet ihn sogar. Gut, dann fahre ich mal mit dem Zug. Chu-chu. Okay, man kann die Geschenke runterschießen. Chu-chu. Sie bewegen sich zumindest. Modi, du stehst auf dem Gleis, vorsichtig. Hier kommt der Zug. Ja, ist ja gut. Fährt der Zug überhaupt dort lang? Ja. Das Gleis ist so umgestellt. Ist Abgrund. Ich glaube nicht. Hier geht's um die Ecke. Ja. Ich glaube, der Zug ist ein bisschen entgleist. Aber er fährt noch. Er fährt noch. Mir ist er letztes Jahr entgleist, das weiß ich noch. Er fährt. Er fährt sehr langsam, aber er fährt. Ist entgleist, aber. Okay. Sprengen wir ihn wieder zurück. Das könnte wirklich das funktionieren, geht. Moment. Ich hab mich aus Versehen erstmal weg, selbst weggesprengt. Ja. Du musst noch ein bisschen weiter nach links. Du springst, glaube ich, nur mich weg. Okay, das hat mich gesprengt. Nein, hier ist noch ein Geschenk. Hör auf, wegzufallen. Hier ist noch ein Geschenk. Das müssen wir einladen. Oh, es ist sogar in Herzchenform. Zurück. Ich nehme das Grüne. Oh, es ist wieder eingegleist. Ja, Hilfe, ich werde überfahren. Hilfe, hör auf, mich zu überfahren. Ich werde selbst überfahren. Ja, verdammt, ich hänge am Zug. Der Zug fährt von alleine weg. Versuch ihn mal anzuhalten. Stopp den Zug. Okay, so wird das nichts. Hier ist noch ein Geschenk. Halt den Zug an. Der fährt wieder ganz zum Anfang zurück. Nein. Ich habe hier ein Geschenk. Wir müssen den Zug mit Geschenken beladen. Warum eigentlich? Ich mein Loch, wo wir es hin tun können. Aus Spaß. Wuhu! Hat angehalten. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder hier. Na komm, Geschenk. Knapp daneben. Kannst du den mal zurückfahren zu dem Geschenk, also zu der Dingensturz, da kann ich von dort aus reinwerfen. Ich hab eine Höhle gefunden. Schön für dich. Vielleicht kann ich sie rüberbringen hier, vielleicht. Ah, nee, das kann ich nicht. Das wird nix. Okay, jetzt steht er. Mein Arm ist kaputt. Ich bin übrigens hier. Ich kann ihn nicht greifen. In irgendeiner Felsspalte. Ah, verdammt. Ich hier. Ich komme mit dem Geschenk nicht zurecht. Jahu. Glaub an dich, Zwergi. Das freut mich. Ah, hier bin ich also. Spür den Tiger in dir. Werbung Ende. Ah. Komm, Prof, zieh's hoch. Von wo? Von hier unten. So lange Arme sind, so lang sind meine Arme jetzt auch hier nicht. Ich hab's runtergeworfen. Ja, dich selbst gleich mit. Ja. Ich hab einen Schneeball. Ich hab ein Geschenk runtergeworfen. Das nenn ich mal Multitasking. Ich hab einen Schneeball. Prof, nimm den Schneeball. Das
Es geht also, man kann die Geschenke wirklich. Siehst du den Schneeball? Siehst du den Schneeball? Ich nimm sehe ihn. Ja. Vielleicht können wir auf dem Dach. Auf dem Dach liegt noch ein Geschenk. Auf dem Dach liegt ein Geschenk. Vielleicht können wir das darunter werfen. Dann haben wir wenigstens ein Geschenk. Ich habe da hinten eine ganze Palette an Geschenken. Oh, dann mal ab dort hinter. Knallern geht nicht mehr. Hä? Ah, doch, jetzt geht's wieder. Dann mal ab dahin nach hinten zur Palette. Ich glaube, ich stell mal also die Schienen um. Ah, ich schieß das vom Dach gerade runter. Ich stell mal das Gleis um. Prof, ich stell das Gleis um. Gleis? Damit wir mal woanders hinfahren können. Zurück. Schneeball wegwerfen. So, ich glaube, da müssen wir jetzt das hier. Nee. Oder so? Ich hab's fast. Musst mal ausprobieren, Prof, wo du jetzt lang fährst. Ich glaube, das fährt jetzt. Wenn der nach rechts steht, fährt er nach rechts. Wenn er links steht, fährt er nach links. Aha, okay. Hast du schon mit dem Schneeball vorhin umgekegelt gehabt. Also jetzt, ab die Post. Auf geht's, Morty. Ich komme jetzt drauf. Ich fahr jetzt drauf. Ja, komm. Yay, alle auf dem. Alle drauf. Na, hoffen, sehr gut. In den nächsten 5 Sekunden wieder aus der Schiene rutscht. Das wird passieren. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt etwa 90%. Danke. Bitte. Oh nein, ich falle. Yay. Nein, bleib hier. Jetzt bin ich der Einzige drauf, oder was? Nö. Nein! Ich hänge zwischen den beiden Teilen. Hilfe! Ich fall runter. Okay, hier ist ein Fließband. Aha. Ich übernehme die Lok. Vielleicht müssten wir sie hier hinten hier stehen. Vielleicht müssten wir sie hier stehen lassen, dann können wir hier. Ja, zurück. Können wir sie hier stehen lassen, dann können wir da. Können wir da Geschenke hoch. Ja, stopp. Geschenke. Stopp. Ich häng hier dran. Ich kann nicht. Na komm. Jedes Mal dasselbe. Hier ist ein Geschenk für euch. Das musste. Das muss hier aufs Fließband drauf, hier aufs Fließband, da können wir hier. So, stopp. Oh, stopp, Kacke. Lass mich! Junge! Ja, ich mich auch. Ich bin unter dem Zug und jetzt fällt er. Na toll. Gute Arbeit. Oh. Ja. Ich hab gesagt, die überfahren. Ja. Na komm. Wir haben es wieder eingerenkt. Und ich sitze nicht mehr auf dem Zug, verdammt. Der Zug fährt weiter. Der fährt schon wieder ohne. Fährt er weiter oder was? Ich bin hier ganz woanders. Ich hab dir Geschenk. Ihr müsst das dort stehen lassen. Ihr müsst den Zug dort stehen lassen. Damit wir die Geschenke aufladen können. Es kann auch einfach einer oben stehen und das, was ich gerade hochhalte, annehmen. Ja, ich bin gerade hier. Ja gut, weil du es bist. Hey! Weihnachtsmann, ich hier. Hab dir einen Brief geschrieben und ich werde dir eine schieben. Was? Was? Seit wann läuft das eigentlich? Ich hab keine schon Ahnung. Seit länger. Oh, ich stehe auf dem Fließband. Komm zurück. Komm zurück, Prof. Ich probiere jetzt mal, was passiert, wenn man sich festhält, wenn das Ding in den Boden geht. Ich habe hier ein Geschenk. Endlich geparkt! Sehr gut, ich komme mit einem Geschenk. Ich auch, Moment. Na? Und? Jo. Es dürfte gleich fallen. Versenkt. Moment. Versenkt. Wir haben zwei hier drauf. Da kommt noch eins. Sehr gut. Und Moment. Ich hänge mich unten dran. Ich komme wieder runter. Doch. Yay. Zu wir dritt. Alle drei dasselbe versuchen. Yay. Statt einfach zu. Und wir haben es zu dritt geschafft. Wir haben es zu dritt geschafft. Yay. Wo geht der Prof hin? Ey! Was denn? Ist ja gefährlich hier, wird mir hinterher geschossen. Pass auf, hier dass du nicht erschossen wirst. Yay. Da haben wir zumindest ein paar Geschenke mit. Au! Na komm, heimlich dir Geschenk.
Und ich bin das vierte Geschenk. Juhu. Das fünfte sogar. Ja. Wir haben schon fünf Geschenke drin. Ah, verdammt. So, los mit dir. Zug. Vorwärts. Vorwärts, Geschenkezug. Da steht ein Prof auf dem Gleis. Er schießt den Zug ab. Mit dem Zug fahren, das ist jetzt vielleicht nicht die klügste Idee, aber... Ich habe hier auf jeden Fall eine Windmaschine gefunden, die man bewegen kann. Aha. Ich fliege. Ich bin hier im Zug. Hey, Weihnachtsfeuerwerk. Dieser Part kommt wahrscheinlich erst... Auf dem Baum, töten wir ihn. Der Part kommt wahrscheinlich erst im Januar raus, aber ja, gut. Ja, wir haben ihn. Ist trotzdem ein Weihnachtspart. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Was? Humbug. Ich auch. Weil ich den Engel vom Baum geschossen habe. Ich hab's auch bekommen, weil du es gemacht hast. Ah, jo. Nice. Sehr gut. Ein Lobby. Ein Lobby-Errungenschaft. Oh, jetzt sind wir wieder am Anfang. Wir sind wieder am Start. Ich spiele gerade mit einer drehbaren Windmaschine rum. Mhm. Drehbare Windmaschine. Und ich stell gleich mal die... Ja, ich hoffe, ich stelle gleich mal die Schienen um, hier. Damit wir hier... Ah, Fällt verdammt. Plötzlich so schnell, ich habe Angst. Ich wollte die Schienen umstellen. Komm zurück, Prof. Hier oben sind viele Geschenke im Weg. Hilfe! Ich komme mit scheiß Geschenke nicht drüber. Ah! Dann springt raus. Ich will den Zug umleiten, dass er mal auf der anderen Spur langläuft. Ah, ich komme gleich wieder an der Ecke vorbei, also. Wo bist du? Fast schon wieder außen rum komplett. So schnell fährst du. Warte nur ein bisschen. Ich bin halt so ein richtiger Raser. Dann stelle ich hier mal das Gleis um. Das steht momentan wieder auf rechts. Warte mal. Ich bin gerade wieder über die Strecke geflogen. Aha. So. Na, da kommt er. Party, yeah! Yay, Party. Und ab nach links. Ah, ich werde erschossen. Ich häng dran am Zug. Ich häng einfach am Zug. Ja, immerhin etwas. Ja. Einfach mal im Kreis. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem dicken Teil hier? Ich will die Kerze anzünden. Die Kerze anzünden? Oh, wo ja, die Kerze. Da müssen wir mal hochklettern, da müssen wir hier über den... Hier müssen wir hier lang, hier Prof. Hier müssen wir lang, hier. Und dann da lang und dann kannst du von oben die Kerze anzünden. Ich begehe Selbstmord. Oh, ich bin auf dem Zug. Der Zug, ich werde hier überfahren. Ah, verdammt. Ah. Ich werde vom Zug mitgerissen. Oh, verdammt. Ich bin erstaunt, dass er noch nicht entgleist ist. Ja, ouch. Ah, ich bin sogar über die Geschenke drüber gekommen. Ich hab's überlebt. Ich bin auf dem vorderen Abteil und... Ich hab's überlebt. Tschuf, ich bin da. Tschuf. Hier könnten wir auch Hide and Seek spielen in dieser Map. Hat der AWS. Er entgleist. Natürlich entgleist er und holy shit, wie sehr er entgleist. Wie zur Hölle? Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade nichts. Hat den halben Zug in die Geometrie geglitscht. Aha. Ich versuche die Kerze anzuzünden. Kannst du die Kerzen anzünden, Prof? Ja, ich versuch's, aber ich glaube, die haben keine Animation dafür. Leider. Ich glaube, wir müssen eher... Hier oben liegt ein Geschenk. Oh, das ist eine Skipiste dort drüben. Müssen wir zu der Skipiste hin. Da sind Snowboards sogar. Wo ist eine Skipiste? Da drüben. Ach, da oben. Hier. Ja, die wenn du oben auf dem Haus stehst. Erwähnt. Beziehungsweise Schneekanone. Aber die Frage ist, wie kommen wir da rüber? Katapult. Würde ich auch da sagen. War ich schon mehrfach. Ja, dann katapultier uns mal. Lass mal auf, ey! Sag der und schoss mir in den Rücken. Jo. Au! Autsch. Die Jugend heutzutage. Du bist ja der Älteste von uns, Prof. Das ist wahr. Das stimmt sogar. Na dann. Und drauf hier. Na komm, Mordi.
kommst du mit rein. Ja. Halt dich einfach so fest, los geht's! Yep. Juhu! Und das funktioniert! Yay! Yay. Ich komm da gleich hinterher. Dann kommen wir hinterher. Ah, schießt mich hoch oder was? Yay. Ich kann ja, ich schieß dich hoch. Solange der mich nicht runterschießt. Oh, ein Schlitten. Ah, Snowboards. Oh, und der Schlitten Feuer. Ist cooler. Der Schlitten ist cooler, ich steck auf den Schlitten. Yay. Wer findet einen Schlitten cooler als Snowboards? Ich bin Skifahrer. Ich finde den Spiel. Ah, verdammt! Ich bin noch nicht drauf. Ich bin noch nicht drauf. Ich verdammt. Kann beides nicht. Ja, ich glaube, das ist hier ein bisschen schief gelaufen. Ja. Schlitten fahren. Ja, ich kann, es geht. Ich kann jetzt Skifahren. Ah, shit. Das sieht so scheiße aus. Also, ich habe den Ich hab den Schlitten hier runter manövriert. Ich versuche mal auf die normale Map zu springen. Oh, ich bin runtergefallen. Okay. Ich bin gescheitert. Ach. Ich stehe auf der normalen Map. Du mit deinen zwei Schienen. Wie wird man diese Snowboards los, außer sterben? So sterben. Springen müsste sich ablösen. Sterben ist die einzige Möglichkeit, glaube ich. Nee, wir haben es doch auf in der anderen Map mal geschafft. Hallo. Ich will nochmal hoch. Es geht, glaube ich, nur mit dem Katapult oder geht es noch irgendwie anders? Mir fällt jedenfalls keine alternative Möglichkeit ein. Wie wäre es mit dem ganz einfachen Weg mit dem Springen hier hinten? Ach. Na klar, das Springen hier hinten. Wir können auch den Schneeball da hoch. Wir können auch den Schneeball da hochwerfen. Das ist auch eine Möglichkeit mit dem Katapult. Können uns auch Schneeballstart machen. Okay, also mit der Reaktionszeit von dem Laptop komme ich noch überhaupt nicht zurecht. Och, die entspricht wahrscheinlich meiner Reaktionszeit. Wieso ist ja, aber deiner echt so schlecht. Meine Reaktionszeit beträgt etwa 2 Sekunden. Achtung, ich drücke springen und zwar. Nicht 2 Millisekunden, 2 Sekunden. Jetzt. Das ist fast eine Sekunde. Ja, dann ist ja schneller als ich. Das wird schneller ans uns übermittelt als bei dir. Wirklich? Das ist. Halt der Voice Chat ist so stark in der Verzögerung. Kann mich jemand hochwerfen? Ich komme da nicht ran an das. Ich bin hier in Katapult drin. Ich komm nicht. Zumindest steckst du nicht im Schornstein fest. Ich komm nicht aus dem Katapult fest. Moment, ich hol dich. Ich steck noch nicht im Kamin fest, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, wenn es hier keinen Kamin gibt, dann bin ich enttäuscht. Gibt's bestimmt. Komm schon aus dem Ich sehe bisher nur einen geschlossenen Kamin. Nein. Ah, von oben noch bestimmt. Nee, da liegt Schnee drauf. Yay! Feuerwerk. Au. So, jetzt kann ich nochmal richtig Skifahren. Einen richtigen Schieß. Yay. Yay. Feuerwerk. Sind das die blauen? Sind das blaue Ski? Ja, das sind blaue Skis. Dann nehme ich einen blauen und einen roten. Immer diese Switch-Spieler. Mein Switch Pro Controller ist auch grau, aber meine Switch Joy-Cons, die sind grau. Ganz einfach. Ich wusste gar nicht, dass es eine graue gibt. Gibt's. Ich wollte die, die peinlich. Das war eine der Erstveröffentlichungen. Ich wollte die. Blau und grau. Ich wollte die peinlichen roten. Achso, ich dachte, die wäre eher silber. Ich wollte die peinlichen verschiedenen Joy-Cons nicht haben. Hier rot, blau und das fand ich. Gab's nicht auch eine in Pikachu-Edition oder so? Ja, später dann. Ah ja. Zu Release von Let's Go Pikachu wahrscheinlich. Auf der einen Seite gelb und auf der anderen Seite braun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ja, ich bin hier rübergekommen. Steam Web Browser. Ich häng am Rand. Yay. Hilfe. Leute, kommt mal her. Ich komme. Ich mache hier Notsignale. Hey, grau, hier bin grau, ich. Rot,
rot, blau, blau, rot, blau, gelb, gelb. Ich komme hier mit dem Schien nicht über die Kante. Pink, grün. Was ist denn so die hässlichste Farbe, findest du? Grün. Na komm, zieh. Also, lass los. Das sind jetzt alle Originale. Ah, also, verdammt. Das Neongelb sieht unglaublich hässlich aus. Okay, dann weiß ich, was für eine ich mir kaufe. Die Neongelben? Natürlich. Aha. Um den dann in deinem Video zu präsentieren. Nee, was für Videos? Ich mache keine Unboxings. Ich habe heute meinen Einkauf gefilmt, aber mehr nicht. Gut. Gibt's hier noch was zu entdecken auf dieser Map? Oder? Ich vermutlich nicht. Gerade, also ich hab da hinten eine Schneeballschlachtfeld entdeckt, aber keine Schneebälle. Könnte man sich höchstens abschießen. Ah, da ist eine Bahn. Alter, wie Spreng den Mordi weg. Spreng den faszinierend. Alter, das ist sau cool, wenn du weggeschossen wirst mit dem Ski an, dann gleitest du extrem weit. Modi, die hast du ja faszinierend entgleisen lassen. Die Bahn. Ich hab nur den Rückwärtsgang rein. Das hat die Gleise irgendwie nicht verstanden. Das ist faszinierend. Vorhin war es noch besser, weil da ragten beide einfach nur irgendwie in einem 45 bis 90 Grad Winkel irgendwie nach oben. Das wäre eine gute Errungenschaft, wenn man alle Kerzen angezündet hätte. Hätte man hier eine... Hey, da oben steht ein Geschenk. Runterballern, runterballern, runterballern. Ich habe hier auch ein Geschenk. Das bringe ich hier gerade auf die gecrashte Lok. Da waren wir überhaupt nicht oben, oder? Wo waren wir nicht oben? Warte, was ist diese Schnur da? Oh, stimmt, man kann da hochklettern und sich dann mit so einem von diesen Zuckerstangen dann runterrutschen lassen. Dann machen wir das doch. Ich komme zu dir. Beziehungsweise versuchen wir es mal. Ich komme gerade zum Modi. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mach das. Versuchen gibt's nicht. Wenn wir es schaffen. Ja. Mit Abstand mein Lieblingszitat aus Matrix. Hör auf es zu versuchen, mach es. Yep. War das nicht aus Star Wars? Es gibt keinen Löffel. Das ist Matrix. Es ist ein Göffel. Was? Es ist eine Zuckerstange. Also zum Thema Löffel, ich habe ein Besteckset hier neben mir liegen. Aha. Ist auch ein Göffel mit dabei? Ich habe 3 Sets Schraubenzieher gekauft. Modi, ist auch ein Göffel mit dabei bei dem Besteck? Nö, aber ein Teelöffel. Es geht ja um einen Göffel. Ich habe doch ein bisschen Weihnachtsgeschenke eingekauft für alle. Ich auch. Fall nicht runter. Ich habe eine Zuckerstange. Da kann ich mich jetzt dran hängen. Oh nein, ich falle. Ich versuche mich dran zu hängen. Nee, ich bin wieder auf dem Boden unten. Ich hänge mich dran. Hänge ich schon dran, oder? Nein. Nee, ich hänge noch nicht dran. Ich glaube, das wird nichts mehr. ich habe auch Weihnachtsgeschenke heute gekauft. Was ist heute noch ein bisschen für basteln? Du bastelst? Ja. Ich habe einen Prof. Ich habe einen Prof geangelt. So schön im Do-it-yourself-Stil. Also, ich habe mir Selenit-Kristalle geholt und werde diese mit RGB-Kristallen versorgen. Na komm. Also mit RGB-LEDs. Oh, okay. Ich war kurz dran. Sieht verdammt geil aus mit RGB-Beleuchtung. Aha. Und jetzt, na komm. So, und jetzt runter. Ah, verdammt. Nö, ich hatte nur noch nichts und die haben eine Wagyu-Rind-Salami verkauft, also. Die Salami hält sich bis Heiligabend. Ich habe nachgefragt, die darf man nicht kühl halten, dann hält sie sich. Oh, Zuckerschlange. Ich habe eine Errungenschaft. Ja, ich habe sie auch gerade bekommen. Für das, was du gemacht hast. Ich habe Schneebälle gefunden. Ach, ich krieg das mit den Zuckerstangen nicht hin, das ist zu blöd. Und ich wurde weggeblasen, weil die meine hängt, aber ich nicht. Also ich krieg die Zuckerstangen jetzt hier nicht aus dem Schnee raus. Wir haben 19:32 Uhr. Ja, schön. Hat nur irgendwer ein Level vielleicht. Gut, ich hab noch ein Level, das könnten wir spielen. Ja, komm, dann hau rein. Wenn ihr Bock drauf habt. Das ist auch ein kleines Battle.